Ja, ich freue mich darauf, unseren ersten Referenten vorzustellen und das zu dem Thema, ja, was auch mich tatsächlich seit dieser ersten Beta-Version, seitdem ich die Sender 2016 wirklich begeistert. Microsoft Teams ist das Stichwort. Und heute geht es mal um die Vision, die hinter Microsoft Teams steckt, was ja deutlich mehr ist als reines Online-Meeting. Also es wird zu sehr immer mit dem Thema Online-Meeting gesehen, aber wir nutzen es ja selber im Unternehmen und es kann deutlich mehr. Ja, und damit wir diesen Ausblick von jemandem ja haben, der es eigentlich auch, ja, ich sag mal, wissen soll, haben wir ja uns Verstärkung geholt, direkt von Microsoft. Und ja, dann habe ich mal so auf dem Steckbrief gelesen, was denn da so steht. Ich muss es jetzt mal so vorlesen. Customer Success Manager, Modern Work, Adoption and Change Management, Trusted Advisor, Automotive and Retail, Teams Advokat. Hui, habe ich dann gesagt. Ja, auf meine Frage, wie er denn so seine Aufgabe in kurzen Worten mal selber beschreiben würde, kamen wir zu folgendem Ergebnis. Er sorgt dafür, dass all die tollen Dinge, die Microsoft entwickelt, beim Anwender tatsächlich auch mal zum Einsatz kommen. Also da hat er eine große Aufgabe. Begrüßen wir nun ganz herzlich Herrn Günther Krebs von Microsoft. Herzlich willkommen, Herr Krebs. Hallo, Herr Ja, Krebs. Vielen Dank und guten Morgen. Hallo in die Runde. Vielen Dank, Herr Knapp, für die einleitenden Worte und natürlich auch für die Gelegenheit, dass ich von Microsoft hier mal was zu unserer Vision von Teams sagen kann. Ich denke mal, viele kennen mittlerweile Teams und können sich auch vorstellen, dass wir eine extreme Entwicklung genommen haben. Teams gibt es jetzt seit 3,5 Jahren. Natürlich hat die Krise da einen gewissen Beitrag auch geleistet, einen gewissen Anschub geleistet. Bevor ich in meine Präsentation einsteige zu dem Thema Vision von Teams, würde ich gerne eine Online-Umfrage machen. Mich interessiert natürlich bei den Teilnehmern der Convention heute, wer von Ihnen nutzt denn schon Teams im Unternehmen im Vergleich auch zu Wettbewerbprodukten, die ich hier mal aufgelistet habe, wie Zoom, Slack und Webex. Und ja, würde mich mal über Ihre Antworten freuen. Ja, und die Antworten, die treffen auch massiv ein. Und ich glaube, jetzt schon sagen zu können, ich sehe jetzt hier so den Zwischenstand, dass sich der Herr Krebs da freuen wird, was hier so rauskommt. Und wir warten noch ein paar Sekunden. Also jetzt noch bitte ankreuzen. Warten wir noch 3 Sekunden und dann schließen wir die Umfrage. 3, 2, 1 und dann schließen wir und übertragen mal das Ergebnis. Ja, wow, freut mich natürlich. Wenn wir bei 100% gelandet wären, dann hätte ich hiermit meinen Vortrag auch beendet. Aber so ist dann noch ein bisschen Luft nach oben, würde ich mal sagen. Aber ich freue mich natürlich, dass ja, mehr als 3/4% der Teilnehmer tatsächlich Teams schon nutzen. Und ich werde heute in meinem Vortrag auch darauf kommen oder dazu kommen, dass Teams ja nicht nur ein Online-Meeting ist, sondern dass Teams ja auch, wenn man mal unsere Vision so betrachtet, das Meta-Operating System der Zukunft sein wird und bei uns im Unternehmen auch dann einen größeren Stellenwert einnehmen wird, wie zum Beispiel Windows. Und um vielleicht noch mal so ein paar Zahlen zu nennen: Wir haben zurzeit über 75 Millionen tägliche Teams-Nutzer. Und wenn Sie vielleicht auch so die letzten 6 Monate mal Revue passieren lassen, die die Teams genutzt haben, haben vielleicht am Anfang der Krise, der Corona-Krise auch gemerkt, dass es da hier und da Performance-Probleme in der Tat gab, weil wir natürlich auch von Microsoft-Seite überrascht wurden, welche Auswirkungen das hat. Leute arbeiten jetzt von zu Hause. Und ich finde immer interessant zu sagen, dass zum Beispiel die Hardware nach diesem Performance-Problem versechzigfacht wurde zu dem vor der Corona-Krise, weil wir natürlich darauf auch reagieren mussten. Gut, um jetzt natürlich die letzten 25 oder exakt 24% der Teilnehmer, die Teams noch nicht nutzen, abzuholen, würde ich gerne mal mit so einem kleinen, ja, Motivationsvideo, würde ich fast sagen, Ach so, ja. starten. Prima, was habe ich Ihnen heute mitgebracht? Der Titel ist ja die Vision von Teams, möchte ich Ihnen zeigen. Dann möchte ich mal auf das Thema Teams als Plattform eingehen, denn wie ich ja eingangs sagte, Teams ist aus unserer Sicht ja jetzt nicht nur Online-Collaboration-Tool, sondern die Vision ist, dass zukünftig Teams tatsächlich als Plattform gedacht ist. Und dann bringe ich Ihnen noch ein paar Updates mit zu Teams, was die Features anbelangt. Sie können sich vorstellen, aufgrund der
der Corona-Situation haben wir komplett unsere Roadmap und die Entwicklung von Teams umgestellt, weil immer mehr und immer andere Anforderungen auch von den Kunden auf uns zukamen und dementsprechend haben wir dann reagiert. Gut, Teams als Plattform. Was ich Ihnen mitgebracht habe, ist mal anhand eines Szenarios, wo man die einzelnen Features, die einzelnen Elemente von Teams dann sehen kann. Und zwar einmal Chat und Collaboration. Dann haben wir Meeting und Calling, was ja sicherlich viele von Ihnen benutzen. Und dann kommen wir zu einem interessanten Thema, was ja auch Bestandteil der Präsentation heute ist, nämlich das Nutzen von Applikationen und Workflows tatsächlich in Teams. Und ich habe Ihnen da mal so ein kleines Szenario mitgebracht. Und zwar das Szenario eines Sales-Prozesses wollte ich Ihnen einfach mal mit dieser Click-Through-Demo zeigen. Und starte einfach mal. Sie sehen hier, ein Vertriebsmitarbeiter öffnet einfach ein Gespräch, einen Chat mit einem Kollegin und möchte über ein Angebot sich unterhalten, was er unterbreiten will, in Form einer PowerPoint-Präsentation, die er hier dann auch hochlädt und möchte über diese Präsentation sprechen. Das heißt, er teilt die Präsentation in dem Chat. Beide Teilnehmer oder im Endeffekt alle Teilnehmer eines Chats hätten jetzt die Möglichkeit, die Präsentation auch zu öffnen, die Präsentation zu bearbeiten. In dem Fall gibt es dann Anmerkungen zu der Präsentation und entsprechend können dann Anmerkungen auch bearbeitet werden. So, was macht dann der Vertriebsmitarbeiter? Der geht in ein Team rein und öffnet hier oben, sehen Sie in einer Registerkarte, eine Applikation Estimator Pro, wo er dann dieses Vertriebsvorhaben auch schon mal einstellt, wo er dann auch Fragen nochmal stellen kann hinsichtlich eines Discounts. Also hier sehen Sie, dass das im Endeffekt der Vertriebsprozess über Teams letztendlich abgebildet wird und hat das dann verschickt. Er geht dann wieder in Teams, oben sehen Sie in der Registerkarte, öffnet er in der Tat sein CRM-System auch, wo er die Sales Opportunity eintragen kann, wo er nochmal Preislisten hinterlegt hat, wo zum Beispiel auch ein Power BI hinterlegt ist, ein Dashboard, um zu sehen, wo denn gerade auch das Sales-Team steht, um vielleicht entsprechende Discounts dadurch abzuleiten. Gut, das macht er jetzt auch. Also er lädt jetzt hier in diesen Ordner das Angebot hoch und automatisch mit dem Hochladen des Angebots wird dann auch ein Workflow-Prozess, das sehen Sie hier unten, gestartet, nämlich um sich eine Freigabe abzuholen für dieses Angebot. Also ein automatischer Prozess, der dann an die Vertriebsleiter oder diejenigen Personen, die so ein Angebot freigeben, automatisch weitergeleitet wird. Die kriegen dann eine Nachricht, dass sie dann letztendlich ein Dokument nochmal reviewen können und letztendlich freigeben können. Dann zu guter Letzt in dem Sales-Prozess wird dann nochmal ein gemeinsames Abstimmungsmeeting nochmal gestartet. In dem Fall sehen Sie hier an einem Smartphone. Also man kann das an einem PC machen, an einem Smartphone, an einem Tablet, wo immer Sie sich auch letztendlich befinden. Und man kann dann in diesem Meeting noch zusätzliche Personen dazunehmen, um dann letzte Abstimmungen zu treffen. Gut, also ich wollte Ihnen hier jetzt mal nochmal zeigen, so ein typisches Szenario, was über Collaboration und Chat und Meetings hinausgeht, nämlich die Einbindung auch von Freigabeprozessen, die Einbindung von zum Beispiel einem CRM-Tool in Teams, um wirklich, wenn Sie an diese Vision denken, die ich gerade sagte, nochmal so ein Meta-OS, also der einzelne User, Teams-User, soll seine Teams-Umgebung letztendlich gar nicht verlassen, sondern soll im Endeffekt seinen gesamten Arbeitsalltag über der Teams-Plattform abbilden können. Was ist die Teams-Plattform? Sie haben es vielleicht schon gemerkt, so ein bisschen in meinen Ausführungen. Wir haben natürlich auch so eine Art Evolution mit Teams jetzt durchgeführt. Also von der ersten Idee Chat-Meeting
Ursprünglich war ja Teams gedacht so als reines Collaboration-Tool, um Teams letztendlich, Projektteams, organisatorischen Teams die Möglichkeit der Zusammenarbeit zu bieten. Wir wollen jetzt aber einen Schritt weiter gehen, nämlich in Richtung Integration von Applikationen, von bestehenden Applikationen und ich sag mal dann so in der letzten Stufe wirklich Szenarien abbilden, Szenarien im Unternehmen auch einfach weiterzuentwickeln und dazu Teams als Plattform zu nutzen. Was gibt es heute bereits in Teams? Ja, Sie kennen sicherlich auch, die Teams nutzen. Sie können natürlich die Microsoft-Applikation integrieren in Teams. Es gibt mittlerweile über 600 Third-Party-Applikationen, die integriert werden können in Teams. Und zu guter Letzt können Sie natürlich auch eigenentwickelte Applikationen, die Sie im Unternehmen haben, auch in Teams einführen, um, wie ich gerade sagte, halt wirklich den Mitarbeitern die Möglichkeit zu bieten, kein Medienbruch in dem Sinne zu machen, dass sie also aus ihrer Teams-Umgebung raussehen, sondern wirklich aus Teams raus alle Applikationen, die sie benötigen, auch erreichen können. Was gibt es dazu? Ja, es gibt dazu natürlich die Power-Plattform von Teams. Es gibt sogenannte App-Templates und das sind Möglichkeiten für ja, sogenannte Citizen-Developer, also No-Code, Low-Code-Applikationen, die hier genutzt werden können. Man braucht also keine wirklich tiefen Entwicklungskenntnisse, einfache IT-Kenntnisse reichen, um ich sage jetzt mal in einer halben, dreiviertel Stunde in der Tat so eine erste Applikation auch selbst zu entwickeln und dann auch über Teams zur Verfügung zu stellen. Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit, über die klassischen Entwickler, gerade wenn es in Richtung Custom Apps geht, da Mitentwickler und auch mit Unterstützung von Microsoft diese selbstentwickelten Applikationen für Teams letztendlich weiterzuentwickeln. Wie sieht das jetzt aus? Also das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, diese Applikation, diese Integration in Applikationen, diese Integration von Applikationen in Teams. Ich fange mal an mit den Teams-Tabs. Sie kennen ja alle Tabs. Also wenn Sie in einem Team sind, hier oben rechts sehen Sie die einzelnen Tabs und wenn man zum Beispiel jetzt, wo gerade auch der Mauszeiger ist, auf diese Pluszeichen drücken, haben Sie die Möglichkeit, Applikationen als sogenannte Registerkarte in einen Kanal von Teams zu integrieren. Und Sie sehen hier selbst eine riesen Auswahl von Applikationen. Das sind neben den Microsoft-Apps, die Sie ja kennen, auch noch weitere Apps. Und das Gute an der Sache ist, dass letztendlich der Administrator im Unternehmen auch festlegen kann, welche Apps will ich denn überhaupt im Unternehmen zulassen? Was will ich da genau machen? Natürlich gehört da auch so eine Art Governance-Modell hinter, um diese Nutzung von Applikationen letztendlich auch zu steuern im Unternehmen. Dann gibt es Personal Apps und zwar kann ich natürlich, wie ich Ihnen gerade gezeigt habe, im Team selbst eine App integrieren, zum Beispiel die Planner-App. Aber ich kann auch meine persönliche Planner-Umgebung in Teams integrieren. Ich bin ja vielleicht in mehreren Gruppen auch im Planner integriert und so kann ich dann halt für mich meine Planner-Umgebung an die linke Leiste von Teams heften, sodass ich mit einem Klick auch dann meine persönliche Umgebung habe. Im Gegensatz zu der Planner-Integration in einer Registerkarte, wo dann auch wirklich nur dieses Team Zugang dann zu dem Planner hat. Was gibt es sonst noch? Ja, Bots, Integration von Bots ist auch ein sehr interessantes Thema, wird auch unheimlich viel von Unternehmen mittlerweile genutzt. So ein typisches Szenario bei Bots ist zum Beispiel für die User im Unternehmen ein Bot zur Verfügung zu stellen, wenn es Fragen rund um Teams gibt. Das bietet sich natürlich an, um im Endeffekt auch den Helpdesk, Service Desk zu entlasten, also
Die einzelnen Mitarbeiter gehen nicht direkt, wenn sie eine Frage haben, wie erstelle ich ein Team, gehen nicht direkt auf den Service-Desk, Helpdesk oder vielleicht sonst angebotene Kanäle zu, sondern sie nutzen letztendlich einfach einen Bot, kriegen da dann eine Antwort dazu. Wenn die Frage doch zu kompliziert ist, gibt es dann die Möglichkeit, das direkt an einen Experten auch weiterzuleiten. Dann gibt es sogenannte Adaptive Cards, dass halt so sogenannte Karten mit Schaltflächen auch in den Chat integriert werden, wo man dann draufklicken kann und eventuell weitergeleitet wird oder eine Antwort damit geben kann. Die Möglichkeit haben wir dann auch noch. Und zu guter Letzt dann auch noch Konnektoren, die integriert werden können in Teams. Beispiel könnte sein, dass man zum Beispiel die Bing-Suchmaschine integriert, da ein Suchbegriff eingibt wie Teams und man kriegt dann regelmäßig in einem Kanal, man kann dann auch noch bestimmen, welche Zeiträume kriegt man dann, wenn man den Suchbegriff Teams eingibt in Bing Search, kriegt man jeden Morgen pünktlich um 8 Neuigkeiten aus Bing Search zu dem Thema Teams. Natürlich kann man nicht nur Bing integrieren als Connector, sondern auch noch weitere Möglichkeiten, die dann in so einer Art Dropdown-Menü auch zur Auswahl stehen. Hier ist nochmal ein Beispiel dazu. Gut, also das war bis jetzt so ein Überblick zu Teams, unsere Vision, die ich Ihnen vorgestellt habe. Also es geht wirklich in die Richtung, Teams als integrierte Plattform zu nutzen. Applikationen sind integriert. Die ersten Schritte gibt es da sicherlich auch schon in den ein oder anderen Unternehmen. Was ich Ihnen jetzt noch zeigen will, sind Updates zu Teams, neue Features. Ich hatte eingangs gesagt, dass die Entwickler, die Roadmap von Teams entsprechend angepasst wurde der aktuellen Situation, dass natürlich wir auch mit Anfragen von den Kunden bombardiert wurden bezüglich Features, die sicherlich auch das ein oder andere Wettbewerbsprodukt hat. Und wir hören da gerne zu, wenn die Kunden mit Anregungen, mit Fragen kommen, mit Wünschen und haben entsprechend reagiert. Und so ein paar Features würde ich Ihnen jetzt einfach mal gerne vorstellen. Viele von Ihnen kennen wir es vielleicht schon, diesen Together-Mode, den man einrichten kann, sodass dann, sagen wir mal, die Teilnehmer in einem Meeting so eine Art Hörsaal an sich zur Verfügung stehen. Das Interessante dabei ist, das hatte ich auch jetzt auf der Ignite gehört, dass die Aufmerksamkeit in Online-Meetings dadurch erhöht wird. Und ich denke mal, viele von Ihnen kennen ja die Situation jetzt der letzten 6 Monate, viel Arbeit aus dem Homeoffice, was ja doch auch hier an der einen oder anderen Stelle auch schon eine Belastung sein kann. Und hier wollen wir von Microsoft in Teams halt die Möglichkeit geben, so gut wie möglich auch drauf zu reagieren, um wirklich eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Und das ist hier eine Möglichkeit dessen. Was dann auch kommen wird, das sehen Sie hier, sind in diesem Together-Mode entsprechende Hintergründe, die man dann wählen kann. Das muss dann also nicht nur dieser Hörsaalcharakter sein, sondern das können dann auch so Arbeitstische sein, Meetingraumcharakter. Das kann man dann auch noch auswählen. Hier gibt es den sogenannten Dynamic View. Das heißt, über AI kontrolliert, gesteuert, gibt es die Möglichkeit, dass Sie sagen, so, ich habe jetzt eine Präsentation, die mir gezeigt wird. Es sind von den 10 Teilnehmern meinetwegen für mich speziell nur 3 Teilnehmer interessant und ich könnte dann diese 3 Teilnehmer nochmal auswählen und fokussieren und besonders in den Vordergrund für mich erheben. Den Large Gallery View, das war auch eine Anforderung von den Kunden, die gesagt haben, wir möchten einfach auch viel mehr Leute sehen können. Und in diesem Large Gallery View, der jetzt auch eigentlich schon für alle zur Verfügung stehen müsste, die Teams nutzen, können dann bis zu 49 Teilnehmern in diesem Videofenster auf dem Fenster erscheinen. Das ist jetzt wirklich ein ganz interessantes Feature. Da sind auch viele Kunden auf uns zugekommen, Breakout Rooms. Also Sie merken ja vielleicht selbst,
die Organisation und das Durchführen von Meetings, Besprechungen geht ja auch in Richtung Events. Es geht in Richtung Konferenzen. Wenn ich eine Konferenz habe, wenn ich ein Event geplant habe mit einer sagen wir mal, großen Besprechung, mit aber auch gleichzeitig viel kleineren Besprechungen, sogenannte Breakout Rooms, wie man das auch kennt, wo dann vielleicht auch agile Methoden zum Tragen kommen. Sowas muss man oder will man ja jetzt auch virtuell gestalten. Und da haben wir uns überlegt, ein Feature für diese Breakout Rooms auch zu entwickeln, dass man also die Möglichkeit hat, in einem großen virtuellen Meeting entsprechende Breakout Rooms zu erstellen und dann die Teilnehmer diesen Breakout Rooms zuzuordnen. Und dann komme ich gleich nochmal zu dem Thema, was für uns jetzt auch von Microsoft sehr wichtig ist, nämlich das ganze Thema Meeting Lifecycle. Also wir wollen genau für solche Art der Meetings auch den Anwendern eine Funktionalität zur Verfügung stellen, dass im Endeffekt vor einem Meeting entsprechend schon Konversationen geführt werden können, Kommunikation. Ich kann im Vorfeld schon die Chatfunktion nutzen. Ich kann im Vorfeld schon Dokumente ablegen, vielleicht Abstimmung über eine Agenda durchführen lassen. Während des Meetings kann ich solche Breakout Rooms, wie Sie hier sehen, nutzen. In den einzelnen Breakout Rooms können dann unterschiedliche Medien auch genutzt werden. Whiteboard, im anderen Breakout Room wird vielleicht eine PowerPoint bearbeitet und eventuell wird sogar das ganze Meeting aufgezeichnet. Nach dem Meeting sind dann all diese Informationen stehen weiterhin zur Verfügung. Also Sie können weiterhin den Chat nutzen, Sie können weiterhin Dokumente teilen und was wichtig ist, die Ergebnisse aus so einer Konferenz, aus den einzelnen Breakout Rooms stehen dann auch allen Teilnehmern zur Verfügung. Und das Ganze halt unter diesem Stichwort Meeting Lifecycle vor, während und nach dem Meeting stehen Ihnen alle Dokumente zur Verfügung und können weiter genutzt werden. Gut, was haben wir noch? Live Reactions, dass man in dem Meeting, wenn jemand einen Beitrag halt reinbringt, die Möglichkeit hat, entsprechend zu reagieren mit Daumen hoch, vielleicht Daumen runter, vielleicht so ein Herzchen. Diese Funktionalität wird auch kommen. Custom Layouts finde ich persönlich ein tolles Feature, dass man also bei einer Präsentation die Möglichkeit hat, sich selbst noch einzublenden. Also jetzt nicht nur wirklich die Präsentation dann zeigt, sondern der Sprecher die Möglichkeit hat, eingeblendet zu sein, sein Video und die Präsentation letztendlich im Hintergrund läuft. Gut, hier das Thema Meeting Recap hatte ich ja gerade nochmal erwähnt, dass Ihnen also nach dem Meeting Dokumente zur Verfügung stehen. Wenn es dann aufgezeichnet ist, haben Sie natürlich die Möglichkeit, das Recording abzurufen. Vielleicht Mitarbeiter, die nicht die Gelegenheit hatten, an dem Meeting teilzunehmen, für die ist dieses Recording sowieso interessant, dass sie einfach die Möglichkeit haben, auch die Informationen, die da ausgeteilt wurden, die bearbeitet wurden, einfach auch nach dem Meeting nochmal entsprechend aufzuarbeiten. Webinar-Support und ich hoffe ja, dass die nächste Herd-Convention auch auf Teams stattfinden wird. Webinar-Support bedeutet, dass es die Möglichkeit gibt, nicht nur diese typischen Einladungen zu verschicken, entweder über Outlook, kennen Sie ja auch, oder über Teams direkt Einladungen zu verschicken, sondern dass man hier auch eine Registrierungsmöglichkeit anbieten will. Also, dass man eine Einladung verschickt mit einer Registrierungsmöglichkeit, um dann tatsächlich zu sehen, wer hat sich eingeladen und die Informationen dann entsprechend auch zu nutzen. Hier vielleicht nochmal diese Chat-Bubbles. Also, wenn Sie eine Präsentation halten oder wie Sie hier sehen, in dem Online-Meeting sind, haben Sie ja die Chat-Funktion. Nur ist es so ein bisschen schwierig, dann auch den Chat parallel aufzumachen und zu verfolgen. Und da haben wir uns überlegt, wir machen diese Chat-Bubbles. Also
dass während der Präsentation oder während des Online-Meetings, Sie sehen das hier auf dem Bild oben, so eine Einblendung des Chats reinkommt und Sie also einfacher den Chat letztendlich verfolgen können. Ja, Untertitel. Das ist auch ein wichtiges Thema, gerade was von Microsoft-Seite auch entsprechend berücksichtigt wird, ist das Thema Diversity and Inclusion. Also sprich, gerade für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die halt vielleicht Probleme haben, Hörprobleme, Hörschwierigkeiten haben, dass man automatisch dann den Untertitel einblendet, der zur Verfügung steht. Was jetzt neu ist, dass man in der Tat auch sehen kann, wer gerade dann gesprochen hat, um diesen Kolleginnen und Kollegen halt die Möglichkeit zu geben, an dieser Unterhaltung dann aktiver auch teilzunehmen. Was sich hierhinter verbirgt, ist auch AI, also künstliche Intelligenz, das automatisch rausgefiltert wird, wer denn gerade spricht und das auch entsprechend eingeblendet wird. Ja, ein ähnliches Feature ist dies hier, diese Live-Transcripts, also Mitschrift des Meetings letztendlich, was, wenn Sie dran denken, wieder dieses Meeting-Recap, also nach einem Meeting haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie diese Funktionalität anschalten, im Endeffekt eine Mitschrift des kompletten Meetings auch zu haben. Auch hier wieder ähnlich wie bei dem Feature davor, wird eingeblendet, wer denn jetzt auch gerade gesprochen hat, sodass man dann gut nachverfolgen kann, wie ist das Meeting denn gelaufen, wer hat welchen Beitrag geleistet. Das wird auch noch mit einer Suchfunktion ausgestattet, dass, wenn Sie meinetwegen sagen, mich interessiert aber in dem Meeting nur, wo über ein bestimmtes Thema gesprochen wurde, dass Sie einfach in dem Suchfeld dieses Thema eingeben und automatisch dann die Mitschrift auf diesen Punkt auch springt. Large Meeting Support, das hat sich natürlich jetzt auch durch die Situation ergeben, ist dem geschuldet, dass die Unternehmen natürlich sagen, ich möchte zukünftig große Events, große Konferenzen nur noch virtuell abhalten. Und hier wird es dann zukünftig die Möglichkeit geben, ein Teams-Meeting, also wirklich ein interaktives Teams-Meeting bis zu 1.000 Teilnehmern abzuhalten. Das geht dann wirklich in die Richtung, dass man sagt, ich will Konferenzen abhalten, wo dann vielleicht auch wieder, denken Sie an dieses Feature Breakout Rooms, zu tragen kommen. Jedes Unternehmen muss sich natürlich selbst im Klaren sein, dass so ein großes, also bis zu 1.000 Teilnehmern Meeting entsprechend auch organisiert und moderiert werden muss. Und hier kann ich nur stark empfehlen, dass hier eventuell auch Partner oder wir von Microsoft auch gerne unterstützen, gerade wenn es um eine Organisation und Durchführung von solchen großen Meetings geht. Gut, was haben wir sonst noch? Teams-Templates. Sie kennen das ja auch, wenn ein Team erstellt wird, wenn Sie ein neues Team einfach erstellen wollen, haben aber vielleicht schon so eine Idee, wie das aussehen soll, unterschiedliche Kanäle. Mit den Teams-Templates haben Sie die Möglichkeit, Templates auszuwählen. Also ich sage jetzt mal so ein typischer Fall, vielleicht in einem Projektteam, wo dann Ihnen in dem Template schon so eine gewisse Struktur auch vorgegeben wird. Also da sind tolle Templates mittlerweile, die da zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn Sie dann wirklich ein neues Teams erstellen wollen, gehen Sie auf diesen Klick-Button und haben dann die Möglichkeit, in einem Auswahlfeld mögliche Templates auszuwählen. Ja, dann die Limitierung von Teams ist ja auch immer wieder eine spannende Frage. Wie viel Mitglieder kann ich denn überhaupt in ein Team mit einladen? Zurzeit sind es 5.000 Mitglieder, die in so ein Team reinkommen können. Das wird auch noch erweitert auf 25.000, wobei man hier natürlich auch dran denken sollte, wenn ich so ein großes Team tatsächlich habe, dann muss ich das natürlich auch moderieren und muss entsprechend mich darum kümmern, dass auch die Kommunikation und gewisse Netiquette eingehalten werden.
Und jetzt kommt der Gong. Ich bin dann auch am Ende meiner Präsentation und meines Vortrags zu dem Thema Teams als Plattform, Teams, unsere Vision als, denken Sie dran, Meta Operating System, einen großen Stellenwert, sicherlich dann auch irgendwann einen größeren Stellenwert aus Windows. Ich hoffe, dass ich die letzten, 24% überzeugen konnte und dann vielleicht auch weiterhin von den letzten Teilnehmern, die noch jetzt Zoom oder Slack nutzen, in zukünftig Teams genutzt wird. Und ich hoffe natürlich auch, dass die nächste Herd-Convention über Teams dann läuft. Ja, ich bedanke mich dann für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffe, ich konnte Ihnen da so ein paar Impulse auch mitgeben, Neuigkeiten, was kommen wird und konnte Sie begeistern, auch zukünftig Teams zu nutzen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, super. Herr Krebs. Also wir sind begeistert. Sie haben das tatsächlich in der Zeit geschafft, trotz dem kleinen technischen Problem, was Sie noch am Anfang hatten. Also perfekt. Wir hatten ja gestern schon gedacht, na, das schaffen wir niemals. Aber super, toll. Super Einblick. Und ich glaube, es ist genau das rübergekommen, was ich auch eingangs gesagt habe. Teams ist halt doch deutlich mehr als jetzt das reine Online-Konferencing. Und ich denke, da hat jeder was mitgenommen. Ich würde gerne so auf die Fragen, wir haben ganz viele Fragen natürlich bekommen, gemeinsam mit Frank eingehen. Wir werden aber tatsächlich, erste Frage, eine Aufzeichnung natürlich von dieser Vortrag und natürlich von allen Vorträgen, die wir heute noch zu hören bekommen und zu sehen bekommen, versenden. Das war die Frage, die häufig kam. Wird eine Aufzeichnung versendet? Ja, auf alle Fälle, das bekommen Sie. Wird alles schön sauber aufbereitet. Auch alle Fragen, die wir gestellt bekommen, werden wir, falls wir sie jetzt hier nicht direkt beantworten können, aufgrund des Zeitmangels, nochmal zusammenfassen, mit den Referentinnen und Referenten besprechen und auch die dann in so einer FAQ-Liste einfach schön zusammenstellen, dass wir das gesamte Paket Ihnen dann halt eben auf einer Webseite zur Verfügung stellen können. Vielleicht auch ganz allgemein schon mal zu dem Fragenkomplex Datenschutz, Datensicherheit. Da sind ganz viele Fragen eingetroffen. Da ist geplant, das war auch schon sehr viel an Fragen, an Vorschlägen, an Wünschen bei der letzten Convention. Das haben wir für diese Convention noch nicht geschafft aufzunehmen, aber in der nächsten Convention wird das eines der Themen sein, die wir da auch behandeln. Also bitte achten Sie darauf, wenn die nächste Convention-Einladung kommt. Genau. Ein Thema habe ich gesehen, da wurde eine Frage gestellt zum Thema Telefonie, wie denn Teams vielleicht geeignet ist, die Telefonanlage abzulösen oder die bestehende zu integrieren. Und da würde ich gerne auf eines meiner nächsten Webinare hinweisen. Das werden wir Ende Oktober, Anfang November, also bleiben Sie aufmerksam im Verteiler. Teams-Telefonie, weil wir sind nämlich auch umgestiegen. Hier im Herd Verlag haben wir jetzt tatsächlich in den letzten Monaten diesen Switch gemacht von unserer alten Telefonanlage, die gar nicht so alt war, hin zu Teams-Telefonie. Also nicht nur, dass wir intern mit Teams telefonieren, das machen wir schon ein bisschen länger, sondern tatsächlich die gesamte externe Telefonie darüber läuft. Auch, denke ich, sehr interessant, weil wir können Ihnen wirklich aus der Praxis berichten. Und vielleicht die ein oder andere Hürde, die das Thema durchaus halt eben noch hat. Also schauen Sie mal nach dem Webinar, wird Ende Oktober, Anfang November dann halt eben sein. Da werden wir Ihnen das wirklich nochmal live berichten. Okay, und ich würde sagen, dann machen wir das, was wir eigentlich vorhatten. Also wir sagen zuerst nochmal vielen Dank, Herr Krebs, für die tolle Präsentation. Ja. Und bevor wir jetzt um 9.45 Uhr pünktlich starten, machen wir quasi eine kleine Pause, wo Sie sich schon Kaffee holen können, Tee holen können auch was Kaltes holen können, natürlich zum Trinken. Und dann haben wir hier nochmal ein bisschen was zum Runterfahren und zum Relaxen und zum Entspannen zwischendrin. Herr Krebs, auf jeden Fall vielen Dank. Vielen Dank und noch eine schöne Convention. Tschüss. Danke sehr. Bis dann. Tschüss.